Straßenbeleuchtung. Das Schild. Und die Abfahrtstafel. So, das ist Brick Gliss. Wo liegt denn das? Das klingt auch wieder so unten wie hier am Dingssee. Gleich mal gucken. Wallis. Im Süden. Simplon liegt in der Nähe. Das liegt an der, fast an der italienischen Grenze. Was gibt's da so? Ja, nie wirklich viel zu sehen. Hat doch nur 13.500 Einwohner, also nur in Anführungsstrichen. Liegt aber ganz schön in einem Tal von einem Berg. Bin in so einem Tal, wobei ich glaube, in der Schweiz liegt, glaube ich, gefühlt alles in einem Tal, oder? Soll jetzt kein Hate gegen die Schweiz sein. Jetzt passt das da nicht exakt drauf. Da muss es noch ein Stück weiter hinterkommen. So, jetzt. Mal ein Depot hin. Ja, komm. Wir gönnen uns ja Depots. So, dann noch hier das in der Mitte weg, dass da auch wirklich nur die Züge reinfahren, die ins Depot wollen. Und dann verabschiede ich mich zur Intro-Musik. So, ich habe die Intro-Musik nur kurz geholt, um was zu trinken zu holen. Ganz einfach Wasser aus dem Kühlschrank mit so ein bisschen Zitronensaft versetzt, hier aus diesen, diese aus diesen Plastik-Zitronen gibt. So ein bisschen dort reingehauen und dann hat das wenigstens noch ein bisschen Geschmack und ist dadurch nahezu kalorienfrei, sag ich mal. So, jetzt müssen wir Brick Gliss anketteln mit La Tour de Pales, Verwaltungsbahnhof. Und ich denke mal, wahrscheinlich wird man, wenn man eh dran vorbeikommen,
an Monte, noch irgendwo einen Bahnhof, Fernbahnhof klatschen und dann müsste man halt gucken, wo es man hier oben auf das Gleis kommt. Auf das Fernbahnhofsgleis. Wir bauen erstmal jetzt Richtung Monte, würde ich sagen. Schön dran vorbei an dem Chemiewerk. Die Richtung passt auf jeden Fall. Da kann man jetzt schön geradeaus durchbauen, wenn hier nicht unbedingt immer irgendwelche Huckeln wären, die man berücksichtigen müsste. Hier die Brücke, der steht auch wieder sehr, der Fluss. Hier auch wieder sehr ungünstig. Halt. Ich würde gerne Terraforming machen. Gut, die Frage ist, ob man nicht überhaupt erstmal. Hier könnte es Probleme geben, eventuell mit dem Funkturm. Oh ja, ja. Die Lösung hier wäre einfach untertunneln. Ich will einfach das jetzt hier so weit wie es geht einfach gerade ausbauen. Ja, aber dann muss man natürlich das immer richtig terraformen, bitte. Jetzt eine schöne lange Brücke wieder bauen, schöne Talbrücke. Oh, wenn man natürlich den Brückenkopf falsch setzt, dann ist natürlich Käse. Oben von Monte raus. Okay. Gefühlt wäre es mir, glaube ich, lieber in den Süden rauszukommen. Südlich von der Stadt. Weil hier ist der Fluss, das ist auch den Bahnhofsbau blöd. Müsste man hier irgendwie einen Bahnhof reinsetzen. Das heißt, ich würde erstmal hier runter bauen und dann gucken wir gleich mal, wo wir in Monte den Fernbahnhof bauen. So richtig eine gute Stelle dafür gibt es aber auch nicht, ne? Kann das sein? Müsste schon irgendwas Innenstädtiges sein vielleicht. Da am Fluss einfach, wo die größere Lücke ist. Hier, wenn man hier so ein bisschen planiert und das da dorthin baut, dann noch mit dem Tunnel hier. Ach, geht nicht, weil hier schon ein Tunnel ist. Ach, scheiße. Geht nicht, weil da schon ein Tunnel ist. Oder würde man dort knapp vorbeikommen vielleicht? Theoretisch würde man dort vorbeikommen, aber ich würde das gerne eigentlich lieber hier bauen. Am Fluss. Also müsste ich da eins weiter planieren, wo die Maus gerade steht in dem Bereich.
Tja, das wäre eigentlich eine gute Location, relativ zentrumsnah. Wir können ja einfach bloß hier geradeaus weiter rausbauen. Tja. Ich glaube, wir machen das einfach so. Montay, da wird jetzt gleich einiges bei euch abgerissen. Ich hoffe, es stört euch nicht. So, erstmal muss die Brücke hier weg. Okay, da muss ich rauskommen. Ja, das ist verständlich. So. Hier will denn der. Ach so, das ist auch der Fluss im Weg. Das heißt, ich müsste ja theoretisch noch eins nach links rücken. Gleiche Straße. Ah ne, es ist schon eine 110er Straße, dann passt das ja. So, okay. So, dann können wir hier plätten. Absenken.